Also der erste Schritt war, dass wir die Gelatine angerührt haben. Die wird dann 1:1 mit Wasser angerührt und dann wird es einfach 10 Sekunden in die Mikrowelle gestellt und dann gibt es so eine zähflüssige Masse. Als nächstes, also trägt man diese Masse dann eben auf und modelliert dann im Endeffekt die Form, die man haben möchte. Wenn das Ganze dann so ein bisschen abgetrocknet ist und nicht mehr klebt, dann wird das Ganze mit Puder einfach ein bisschen abgepudert. Am besten irgendwas Weißes. Danach beginnt das Einschminken von dieser Wunde. Anstatt Blut, wenn man jetzt kein Blut hat oder so, kann man einfach roten Lippenstift verwenden oder dann zum Beispiel roten Lipgloss. Roter Lipgloss ist halt immer ganz schön, weil der eben glänzt und es gibt dann eben eine ganz schöne Schicht einfach oben drüber. Und dann kann man mit verschiedenen Lidschattenfarben, mit Blau oder Grün eben auch um die Wunde rum eben so Akzente setzen, wo man dann einfach sieht, okay, die ist nicht mehr ganz lebendig. Am Ende kommt dann natürlich das Blut. Also das kann man ganz normal im Internet am besten bestellen, Kunstblut. Wenn man jetzt halt eben so einen Halsschnitt macht, dann ist natürlich was Flüssiges, was so ein bisschen runterläuft, ganz gut.